Gehe ich aber erstmal ganz kurz runter. Denn ich vermute mal, es gibt keine Piranhas. Lass doch einmal los, Junge. Ja, schön mit einer Rückwärtsseite, meine Güte. Oh, da können wir scheinbar nicht tauchen. Da haben wir doch was. Hoffentlich nicht wieder nur so ein... Ja, wir kriegen nur wieder so einen Tränenstein. Und einen Brief. Brief ohne Unterschrift. Alles, was ich tue, die Ränke, die Opfer, die Treuebrüche, tue ich für dich. Von meinen Kindern fürchte ich dich am meisten. Die Nornir verfluchen deinen Namen schon vor deiner Geburt und vergifteten törichte Ohren. Irgendwo können wir tauchen, so. Das war bestimmt Odin. Und er meint damit Thor. Ich komme noch nicht hoch. Er meint damit nicht Thor, Loki. Oh? Der Sonnenstein wurde bewegt. Der Lichtpfad hat sich verschoben. Okay. Das kennen wir ja schon so ein kleines bisschen. Aber wer hat jetzt den Sonnenstein bewegt? Ich meine, stellen wir da gar keine Frage zu? Diese Höhlen reichen tief. Nidhögg und seine Schlangen waren fleißig. Irgendwo über uns. Ich frage mich nur, an welchem Altar wir... wo lohnt sich das? Ich kann ja auch so plündern. Hier ist aber auch noch ein Brief. Unvollendeter Brief. Es wird zu einer immer größeren Herausforderung, dich vor Odins Blicken zu verstecken. Womöglich müssen wir Asgard in Richtung eines der niederen Reiche verlassen. Unter der Herrschaft deiner Schwester erging es dir kaum besser. So viel hat sie klar gemacht. Midgard ist vielversprechend, doch die Barrieren sind schwer zu überwinden. Ich weiß nicht, wann oder ob du diese Gedanken verstehen wirst. Meine Güte, irgendwie dieser schwarze Punkt hat mich total irritiert. Meine Gedanken auf diese Art zu teilen, hilft dabei, sie auf das Ziel auszurichten und sie zu schärfen. Okay, was ist hier eigentlich los? Der ist nicht schlau, der Typ. Da oben muss ich lang. Okay, ich war, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg. Wir müssen ja weiter den Sonnenstrahlen hier oder diesen Strahlen folgen. Zwar eher nach Totenstrahlen aussehen, aber ist ja in Ordnung. Sagte, du wärst hier. Er erzählte mir von der Bitte des Baumeisters. Sein Angebot besorgt mich sehr. Warum wurde der Durchgang geschlossen? Ist jemand kürzlich hier gewesen? Hörst du mich, Harvey? Dieser Baumeister ist uns völlig fremd. Wir kennen seine Absichten nicht. Ich bin der König Asgards, Tyr. Zweifle nicht an meiner Absicht, es zu schützen. Beruhig dich doch. Was bedrückt dich? Meine Bürde ist mein Problem. Eine Wolke überschattet Asgard. Eine Weissagung bedrückt mich. Rein theoretisch ja eine Weissagung, aber... Naja, vielleicht auch, weil wir ja irgendwie... den Untergang befürchten. Seltsame Omen und wilde Vorzeichen. Etwas Böses regt sich. Und nicht immer kann ich Wahrheit und Trug auseinanderhalten. Weitblicker, du siehst mehr als wir alle. Ich habe keinen Zweifel, dass du bezwingen wirst, was dich bedrückt.
In den kommenden Tagen brauche ich deine Stärke, um mich zu erden, um mich zu fordern, um mich vom Abgrund zurückzuziehen, wenn ich taumle. Das werde ich, solange mich ein Atem erfüllt. Und so muss ich dich warnen. Wandle mit Vorsicht an diesem Ort. Was hier geschieht, kann in allen neuen Welten Wellen schlagen. Okay. Die Quelle ist versiegelt. Jemand ist bemüht, mich fernzuhalten. Vielleicht ist es als Warnung gedacht. Ich nehme es als Herausforderung. Bricht das Siegel der Quelle. In meiner Erinnerung war es hier heller. Diese Sonnensteine sollen das Licht lenken, aber der Pfad wurde verändert. Was, wenn ein Eindringling versucht hat, den Schutz der Quelle zu schwächen? Ob wir eingreifen sollten? Die Vollkommenheit dieses heiligen Ortes muss bewahrt werden. Doch ob wir ein Fluch oder ein Segen sind, das bleibt abzuwarten. Bewegt sich gar nichts. Bewegt sich nichts mehr. Kiforir, lass das Ding los. Das scheint nicht so dein Move zu sein. Hä, der düdelte da nur rum. Okay, von wo kommt der Strahl? Von da an. Es gibt zwei Ziele für das Licht, aber nur einen Strahl. Wie teilen zwei Gehöfte eine Wasserquelle? Indem sie den Fluss teilen. Muss ich mal selbst gucken. Ich würde mich ja freuen, wenn er den mal irgendwie richtig und nicht invertiert drehen würde. Kein Plan da, ich weiß es nicht. Alter, dieses Schieben von diesen Teilen, ne, ist nicht gut. Also, ehrlich, das ist katastrophal, um ehrlich zu sein. Um ehrlich zu sein, katastrophal. Fast. So. So vielleicht? Ja. Genug. Ist überhaupt richtig getroffen? Ich glaube, das zählt nicht als getroffen, oder? Bin mir jetzt nicht so sicher. Ich hätte jetzt gedacht, dass irgendetwas Cooles passiert. So.
Also geht's doch so. Kann ich die auch noch drehen? Oh Gott, oh Gott. Okay, das wird, glaube ich, so um die 2 bis 3 Stunden dauern, oder? Kann das sein? Ich kann diese Dinge auch drehen. Soweit, so gut, aber wir müssen sie ja teilen. Das habe ich noch nicht begriffen. Also das haben wir so. Und wenn wir das Ding da nach unten machen, haben wir das so. Schieben wir immer den... Achso, oh, da kommen wir gar nicht dran vorbei. Da kommen wir gar nicht dran... Achso. Ich dachte, wir könnten den jetzt irgendwie da... Ich habe keinen Plan. Ich bin total planlos. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch tatsächlich gar nicht sagen, wie wir das jetzt hier handhaben sollen. Und das absolut gar nicht. Also, ich stehe noch voll auf dem Schlauch. Der Moment, wenn man nach unten drückt und der nach links geht und... Ach, das ist so katastrophal, das Ziehen. Was ist ein Hinweis? Ehrlich? Nee. Gibt keine Hinweise, nichts. Ja, eigentlich funktioniert es ja gar nicht. Hard tricky, wa? So weit, so gut. Aber... Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ein Strahl in 2 Teilen, aber ich habe nirgends, womit ich es teilen kann. Okay. Warte mal ganz kurz. Was bist denn du? Du hast das schon mal gemacht, Harry. Aha! Und zweimal. Das Licht trifft auf sein Ziel. Der Stein wird beleuchtet. Okay. Okay. Ich bezweifle, dass die Narn hier unseren Besuch gutheißen. Die Neugierigen sind hier nicht willkommen. Wir werden längst fort sein, bevor sie uns bemerken. So. So funktioniert das. Oh Gott, oh Gott. So, ist mal mit da, sag ich nicht, das ist, ne? Wer rechnet denn damit, dass da hinten auch noch irgendwas im Hintergrund und, ne? So.
Jetzt haben wir das tatsächlich geschafft. Die Quelle steht uns offen. Boah. Ich gehe vor. Das war... ein bisschen nachdenken. Ja, ein bisschen, nicht nur. Ich gehe einfach mal runter, ne? Ich vermute mal, da unten ist Wasser, weil es eine Quelle. Hallo. Ist die Tür gerade mit reingesprungen? Keine Ahnung, ich tauche durch die Quelle. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder rauskommen. Kann das sein? Kann das sein? Wir sind wieder draußen. Okay, wir schaffen den Weg zurück. Von der Luft her schaffen wir das. Das ist einfach nur der schnelle Weg raus. Dann wäre es auch der schnelle Weg rein gewesen. Aber okay. Man versiegelt die Quelle, aber macht da so eine Tür oder was. So ein Durchgang hier. Klasse. Die Meister der Quellenversiegelung. Idioten, ey. Nimm, was du brauchst und beeile dich. Ja, tschüss. Sollten wir nicht verweilen. Sind die Narnios? Wie heißen die nochmal? Narnia. Ich denke immer an Narnia, aber dann denke ich an Narnia. Es ist vollbracht. Ja. Nein, das ist süß. Unvorsichtiger Welpe, du solltest nicht hier sein. Wo bist du? Ich kann keinem Wolf trauen, der lebt. Harvey, nein! Geh aus dem Weg, Tyr! Ich dulde keine Wölfe in Asgard! Dies ist ein heiliger Ort. Töten ist hier verboten. Das weißt du, Harvey. Bist du von Sinnen? Du verhältst dich, als wärst du vom Geist eines anderen besessen. Das Schicksal treibt mich an. Mein Geist ist frei. Mich erwartet der Untergang. Ich sag mal die Wahrheit. Die Nornir warnten mich. Ein Wolf wird bei Ragnarök mein Ende sein. Willst du jeden Wolf in den Neuen Reichen erschlagen, um diesem Schicksal zu entgehen? Lächerlich. Nimm dieses Tier und sperre es ein. Dasselbe täte ich mit jedem Wolf und Hund in Asgard, wenn ich könnte. Um deine Sorgen zu zerstreuen, erfülle ich deinen Wunsch. Der anstehende Krieg bedarf deiner vollen Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Mutgeber, für deine ruhige Hand. Wer so tief hinabsteigt, kommt nie mehr nach oben. Dann bleibt uns nur der Weg nach unten. Ich will den Wolf hier lieb haben. Oh, der ist so super süß. Warum habe ich keinen super süßen Wolf? Uns bleibt nur der Weg nach unten. Haben wir ja schon. Wir haben den Weg ja schon rausgefunden. Jetzt dreht er sich aber mehrfach im Kreis da. Da jeder droht. Wollten wir einfach einen Wolf töten? Hat Tyr einfach einen Pfeil gefangen? Was ist denn los mit dem? Verlasse die Höhle.
Loki. Wie war's dort drin? Alles in Ordnung? Pah, Loki. Naja, gut. Vielleicht ist er ja hier gar nicht so ein Arsch. Deine Klinge leuchtet übrigens. Voll cool. Noch eine leuchtende Klinge. Was wir jetzt aber machen, bevor wir mit Loki tatsächlich reden, ist Feierabend. Denn jetzt wird nämlich gleich erstmal was gegessen. Ich bin nämlich gerade von der Arbeit gekommen und dann jetzt wird gegessen und dann Hunger und so. Deswegen machen wir jetzt Feierabend, weil Hunger. Beschädigte Axt, irgendwelche komischen, irgend so ein Fisch, der mich doof anguckt. Ich bin Fisch. Haben wir eigentlich, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir haben, tragen schon das Coolste. Wir tragen ja schon die Jägerrüstung. Auch wenn ich immer noch gerne Berserker hätte, aber ja, wer weiß, wo man das findet. Habe ich echt keine Rune für dich? Ist nicht die beste Rune, aber es ist wenigstens eine Rune drin. Hier ist auch noch ein Runenplatz. Nicht die beste Rune, aber es ist eine Rune drin. So, ich mache jetzt aber Feierabend. Beim nächsten Mal reden wir mit Loki in dem Gebiet, wo ich eigentlich gar nicht rein wollte und wir aus Versehen reingefurzelt sind. Aber es ist hier echt voll schön. Ich hoffe, wir bleiben nur noch in diesem Gebiet. Das ist voll cool hier. Aber ich glaube nicht. Das ist nur so ein bisschen optional. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich bin gespannt, ob wir mit Level 90... Naja, wir sind ja eigentlich, ne? Wir sind ja eigentlich relativ... 90 ist jetzt nicht so weit schlimm weg. Das muss man mal sagen. Das ist nicht so weit schlimm weg. Also ist es doch machbar. Hat man ja gesehen, wenn man so gut kämpft wie ich. So, ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.